Ja, hi. Na, ich hoffe, diesmal ist der Ton ein bisschen besser, dass man mich endlich mal versteht. Ja, also das Thema die Woche ist Liebe, Beziehung und Kinderwunsch. Ja, fangen wir mal an. Also, Liebe ist bei mir so ein bisschen Problemthema. Ja, Problemthema, was heißt das? Zurzeit ist es bei mir so, wenn ich mich zurzeit verliebe, halte ich eher die Klappe, als dass ich wirklich dann sage, so, hey, du, ich bin nicht verknallt. Einfach, ich glaube, das ist gerade so, nee. Dem ist dann aufs Maul gefallen. Ja, ich bin halt öfters in Beziehungen reingestürmt und danach habe ich mir gedacht, so, okay, fuck, was hast du gemacht? Das war doch nicht das Richtige. Deswegen halte ich dazu Zeit eher die Klappe. Ich bin an sich, also ich wirke halt oft auf Menschen zurückhaltend, arrogant und kalt, weil ich halt einfach mich dann distanziere, auch ein bisschen, dass ich halt einfach so meine Gefühlswelt erstmal ordnen kann. Ja. Aber nichtsdestotrotz bin ich so ein bisschen ein kleiner Romantiker. Und ich denke schon, dass wenn mir jetzt wirklich der Mann begegnen würde, dann würde ich auch sagen, okay, gehst noch mal ein. Aber so, also Liebe ist bei mir gerade so ein Thema, so, nee, brauche ich gerade irgendwie nicht und weiß nicht. Ja, eigentlich relativ traurig. Beziehung, ja, hatte ich, bin Single. Sagt einiges, oder? Naja, also ich bin nicht so der Beziehungsmensch wie jetzt so viele andere, dass sie Beziehungen eingehen und happy und rosa Brille. Nee, ich bin total der Realist und das ist mein Problem, weil ja, ich habe einen Fulltime-Job, ich habe Fulltime zu Hause mit meinen Hunden und den Rest, wo ich nichts mache, liebe ich einfach meine Freiheit. Ich will meine Freunde sehen. Ich will einfach es genießen, frei zu sein. Einfach dieses Gefühl. Keine Ahnung, ob man das jetzt versteht. Ja, also ich liebe und brauche auch manchmal dass ich allein bin und ja, also ich machen kann, was ich will. Aber bis jetzt ist mir wirklich noch niemand wirklich über den Weg gelaufen, wo ich gesagt hätte, ja, das ist es. Mit dem will ich eine Beziehung. Eigentlich nicht. Wenn ich eine Beziehung mit jemandem eingehen würde, dann müsste der mir eigentlich relativ ähnlich sein. Zum Beispiel, dass er nicht böse ist, wenn ich mal mich 1 oder 2 Tage absolut nicht melde. Das habe ich hin und wieder, dass ich dann einfach keinen Bock habe auf irgendwas und oder Dauermeldung mache von wegen hier, ich habe das und das gerade gemacht und ich habe jenes gegessen oder das erledigt oder nee, brauche ich nicht. Dafür habe ich meine Mutter. Der mir Freiheit lässt, wenn ich sie brauche und dass ich halt so 70% in der Arbeit stecke, 20% für meine Hunde da sein will und die restlichen 5 bis 10%, ja, mei. Die gehen halt meistens dann für mich drauf, für meine Freiheit, für meinen ja, Sport und für einfach das, was ich machen möchte, ob ich zocken will oder Musik hören oder mit meinen Freunden treffen will. Das sind meine 5 bis 10%, die ich mir selber gönne. Also, ich habe auch null Problem, dass ich mal allein bin oder so, aber auf Dauer manchmal denke ich mir dann schon, ja, so zusammen, gemeinsam, das wäre auch mal wieder schön, aber naja, ist mir bis jetzt noch keiner über den Weg gelaufen. Kinderwunsch, eher nicht. Also eher deshalb, weil ich ja nicht weiß, was die Zukunft bringt. Es kann dann sein schon, dass ich sage, ja, okay, Kinder. Aber just in dem Moment, nein. Ich habe einen Ziehsohn, das ist der Sohn meiner besten Freundin und ja, mit dem bin ich voll und ganz zur Zeit ausgelastet. Das reicht mir eigentlich. Er ist zuckersüß und auch sehr umgänglich, schreit fast nicht, total ich Rinsebacke. Aber
Es ist uranstrengend. Ich habe den meistens so ein, zwei Tage dann, wo ich da bin und. Also ich ziehe von meiner besten Freundin wirklich den Hut und Respekt an all die alleinerziehenden Mütter, die das schaffen, ihr Kind wirklich auf den richtigen Weg zu bringen und dass das Kind so happy ist über alles. Und dass sie das schafft, trotz Job, sich so toll um den Kleinen zu kümmern. Also da sage ich wirklich Respekt an alle Frauen, die das wirklich packen und das auch wirklich hinkriegen. Aber wie gesagt, also für mich zurzeit eher nicht, vielleicht in der Zukunft, aber jetzt gerade nicht. Bin gerade am Anfang von meinem Beruf und will mich weiterbilden, will weiter hochkommen und da steht das Beruf für mich an erster Stelle. Weil ich bin ein Mensch, wenn ich ein Kind haben möchte, dann möchte ich ihm auch was bieten und nicht nur am Limit leben. Klar ist es auch machbar, aber ich habe jetzt nicht die große Familie, die mich da groß unterstützen kann. Und deswegen möchte ich meinem Kind dann wirklich alles bieten. Zwar nicht zu viel, also in den Hintern reinschieben, aber genug. Ja, das war es jetzt eigentlich wieder soweit von mir. Ich hoffe, man hat es verstanden diesmal. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag und wir sehen uns nächste Woche.